Ja, tut mir leid, das dauert jetzt ein bisschen länger mit der Technik hier. Also ich werde erstmal über den nuklear Nichtverbandsvertrag und über andere internationale Instrumente sprechen, Verträge über die Einrichtung kernwaffenfreier Zonen. Fangen wir erstmal mit dem nuklear Nichtverbandsvertrag an, kurz zur Geschichte. Man könnte den NVV ab, das habe ich hier falsch gemacht, das heißt also NVV, nuklearer Nichtverbandsvertrag. Stellt eigentlich den Versuch dar, der geht auf die 60er Jahre zurück, die bis dahin bilateral von den Amerikanern betriebene Nichtverwaltungspolitik zu multilateralisieren. Die Nichtverwaltungspolitik der USA bestand eigentlich darin, dass sie bereit waren, die Technik zur friedlichen Kernenergienutzung an andere Länder weiterzugeben, unter der Voraussetzung, dass diese Länder sich internationalen Kontrollen unterwerfen und vor allen Dingen, dass sie die Leichtwasserreaktortechnologie kaufen. Denn es gibt verschiedene Technologien, die unterschiedlich proliferationsgefährlich sind. Die gefährlichste Technologie ist eigentlich die des schwerwasserbetriebenen Natururanreaktors, weil für einen solchen Reaktor kann man Natururan nehmen, wie es in der Natur vorkommt. Während der Leichtwasserreaktor, der läuft nur mit einem Anteil von 3% am Isotop 235, das ist, wie wir wissen, auch das waffenfähige Isotop, aber nur 3%. Und die Technologie zur Herstellung, zur Trennung, Abtrennung von Uran 235 ist sehr, sehr schwierig und war über viele Jahre ein Monopol der USA. Und sie haben sich 1953 entschlossen, unter Präsident Eisenhower, die bis dahin völlig unter Verschluss gehaltene Technologie, Atomtechnologie generell, zur Verfügung zu stellen, wenn die Erfinderstaaten sich erstens bereit erklären, diese spezifische Leichtwasserreaktortechnologie zu nehmen, mit leicht angereichert Uran, und nicht die Alternativtechnik, die damals in Kanada verkauft wurde, nämlich Uranreaktoren, die sehr viel Plutonium herstellen. Das ist eine sehr gefährliche Sache. So, aber in den 60er Jahren deutete sich mehr und mehr an, dass die USA diese Politik nicht alleine betreiben können, sondern dass sie Partner brauchen, nämlich die anderen Staaten wie die Sowjetunion, Frankreich, Großbritannien, die Nukleartechnologie hatten, auch Kanada natürlich. Sie begann sozusagen den Boden zu bereiten für eine Multilateralisierung, für eine multilaterale Konvention, die dazu dienen sollte, dass es nicht mehr Kernwaffenstaaten gibt, die den amerikanischen Ansatz zur Nichtverbreitungspolitik, also zur Verfügungstellung von Technologien, die sozusagen proliferationsresistent sind. Total irresistent ist keine, aber einige sind es mehr und andere weniger. Und damit diese Ziele zu erreichen, nämlich die Zahl der Kernwaffenstaaten zu reduzieren oder einzufrieren, dann multilaterale Kontrollen bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie generell zu einem Standard zu machen, sodass die direkte Kontrolle durch die USA sozusagen zurückgenommen wird durch eine multilaterale Kontrolle, die natürlich auch politisch sehr viel besser zu verdauen ist, als wenn man das bilateral macht, beziehungsweise im Auftrag der USA. Und das Verhandlungsgremium dazu war der sogenannte 18-Nationen-Ausschuss in Genf, das ist der Vorläufer des heutigen Abrüstungskonferenz, heute heißt es anders, hat 61 Mitglieder, damals nur 18. Faktisch waren das aber nur 17 Verhandlungspartner, weil Frankreich sich weigerte, an diesen Verhandlungen teilzunehmen. Das schien ihnen als eine unanständige Sache. Und diese ganze Idee, dass man einen Nichtverbreitungsvertrag macht, war damals, muss man sagen, sehr, sehr kühn gedacht. Das war eigentlich nur eine hauptsächlich amerikanische Angelegenheit. Die Briten gingen so ein bisschen mit und die Iren auch. Auch die Kanadier, aber ansonsten war das überall, also traf das auf Misstrauen der schlimmsten Art. Und es gab natürlich auch Gruppen von Staaten, die ganz dagegen waren. Etwa die Sowjetunion war ursprünglich völlig dagegen, die nuklearen Schwellenländer waren dagegen, die Blockfreien waren dagegen, die nuklearen Schwellenländer, das waren Länder wie Deutschland, Italien, Belgien und andere, die eigentlich jetzt selber in die zivile Technik einlegen und die nicht wollten, dass sie dann behindert werden. Ach so. Das Ding müssen wir auch noch haben. Ist das eingeschaltet? Nein, das ist nicht.
So lange drücken, bis der Rot. Das Rotblatt, ja. Das ja. Geht so. Nee, das war. So, hallo liebe Freunde im Internet, jetzt könnt ihr auch was mithören. Also damals gab es schon sehr deutliche unterschiedliche Interessen. Die Sowjetunion, der war das sehr, sehr suspekt, was es eigentlich sollte. Die Schwellenländern, wie gesagt, denen war das auch suspekt aus anderen Gründen. Und die Blockfreien, denen war das auch noch sehr suspekt. Also kaum jemand wollte eigentlich den USA drin folgen. Aber letztendlich gelang es den USA doch, eine Koalition dazu zusammenzubringen. Die Sowjetunion konnte man nämlich mit etwas gewinnen, was anfangs gar, ich sag mal, in Deutschland gar nicht so gerne gesehen wurde. Die Sowjetunion versuchte das als ein Instrument zu nutzen, um die Pläne, die es damals innerhalb der NATO gab, für die Ausstellung einer multilateralen nuklearen Streitmacht, die damals aufgebracht wurden als eben die Nukleargarantie der USA, die ja nur bis 1960 wirklich funktionierte. Danach waren die USA ja selber bedroht. So, wie man das Problem lösen kann. Und Frankreich und Großbritannien hatten das auf ihre Art und Weise gelöst, indem sie Nuklearwaffenstaaten wurden. Für Deutschland war diese Option nicht drin, das war einfach nicht machbar. Und wurde damals vorgeschlagen, man hat eine multilaterale Streitmacht, an der jeder so ein bisschen mitdrehen darf an der nuklearen Schraube. Und das wollten die Sowjets verhindern und ließen sich deswegen ein auf die Verhandlungen über einen nuklearen Nichtverbreitungsvertrag. Die nuklearen Schwellenländer wie Deutschland oder Italien, Deutschland war nicht Mitglied in diesem 18-Nationen-Ausschuss, aber Italien zum Beispiel. Und Italien war sozusagen der zweite, unser Partner. Und es waren vor allem diese Länder, die das Recht auf die friedliche Nutzung in keiner Weise eingeschränkt halten wollten. Und die Blockfreien, das waren damals auch vor allem Schweden, also neutrale und Blockfreie, die wollten das eigentlich nutzen, um nukleare Abrüstung festgeschrieben zu haben. Und heraus kam am 1.7.1968 ein Vertrag, der damals hochgradig umstritten war. Von den 17 Staaten, die darüber abgestimmt haben, waren da gerade 9 dafür und 8 haben sich enthalten. Das war also nicht unbedingt ein Vertrag, der nicht unbedingt, ich sag mal, hoffnungsfroh war. Schweden und Brasilien zum Beispiel wollten den Vertrag boykottieren, weil sie sagten, dieser Vertrag hat keine klaren Abrüstungsverpflichtungen. Auch die Bundesrepublik Deutschland tat sich unheimlich lange schwer, weil hier die Vorstellung herrschte, dass dieser Vertrag die Ambitionen Deutschlands oder der Bundesrepublik Deutschland als eines Landes, welches friedliche Kernenergienutzung betreibt, unnötig einschränkt. Frankreich und China blieben den Vertrag über 20 Jahre fern. Erst in den 90er Jahren sind sie dabei beigetreten. Aber der Vertrag kam durch die Vereinten Nationen durch. Also ein Vertrag muss, nachdem er beschlossen worden ist, den Vereinten Nationen vorgelegt werden, der Generalversammlung. Da gab es schon eine Mehrheit. Und als das Ding dann auslag, trotz des Aufrufes von Schweden, diesen Vertrag nicht zu unterzeichnen, haben doch eine Vielzahl, gleich über 60 Staaten den Vertrag unterzeichnet. Und mit der Zeit ist das Ding hat es eigentlich immer wieder Anhängerschaft gewonnen. Heute ist es eine der am meisten akzeptierten internationalen Verträgen. Ich will mal kurz die Inhalte durchgehen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 und 10 da vorstellen. Artikel 1 ist ganz wichtig. Jeder Kernwaffenstaat verpflichtet sich, Kernwaffen, Kernsprengköpfe oder die Verfügungsgewalt darüber, das ist ganz wichtig, dieser Satz Verfügungsgewalt, das ist der Satz, mit dem die Sowjets auf den Zug sprangen, sonst wären sie nicht bereit gewesen, das mitzumachen. Das ist nämlich die Klausel, die die multilaterale Nuklearmacht verhindert hat, an niemanden unmittelbar oder mittelbar Kernwaffen weiterzugeben und auch nicht Kernwaffenstaaten nicht daran zu unterstützen oder zu ermutigen oder zu veranlassen, Kernwaffen herzustellen. Das klingt heute selbstverständlich, aber wenn man bedenkt, dass Frankreich seinerzeit Israel geholfen hat, die Sowjetunion China geholfen hat, Kernwaffen zu bekommen, letztendlich Kanada, auch Indien geholfen hat, Kernwaffen zu bekommen, dann war das, gut, Kanada war kein Kernwaffenstaat, dann war das nicht ganz so unwichtig. Also Kernwaffenstaaten dürfen keine Kernwaffen weitergeben und auch nicht im Kernwaffenbau irgendwo ermuntern. Zweitens, alle Nicht-Kernwaffenstaaten, also der Vertrag unterscheidet zwischen Kernwaffenstaaten und Nicht-Kernwaffenstaaten.
verpflichtet sich, Kernwaffen oder sonstige Kernsprengköpfe oder die Verfügungsgewalt darüber anzustreben oder sowas herzustellen. Also alle Nicht-Kernwaffenstaaten verpflichten sich auf Dauer, keine Kernwaffen auf die eine oder andere Art und Weise zu bekommen. Jetzt kommt Artikel 3, der ist sehr lang, ich will ihn auch nicht ganz vorlesen. Das heißt nur, Kern dieser Bestimmung ist, dass die Nicht-Kernwaffenstaaten sich internationalen Kontrollen unterwerfen, was ihre zivilen kerntechnischen Aktivitäten betrifft. Nicht? Und damit soll sichergestellt werden, dass Kernenergie nicht für militärische Zwecke abgezweigt wird. Das ist hier noch in Artikel 3 Absatz 2 nochmal genauer dargelegt. Es geht hier um welche Materialien, um Ausrüstung und so weiter. Das will ich jetzt gar nicht im Detail vertiefen. Und hier wird auch noch gesagt, dass die Sicherungsmaßnahmen von der Internationalen Atomenergieorganisation gemacht wird. Frau Schaper wird das ja nachher noch ein bisschen weiter erläutern. Dann kommt Artikel 4. Das ist der, wie man heute sagt, der deutsche Artikel. Der ist fast unverändert aufgrund einer deutschen Intervention gekommen. Dieser Vertrag ist nicht so auszulegen, es werde dadurch das unveräußerliche Recht aller Vertragsparteien beeinträchtigt unter Wahrung der Gleichbehandlung und in Übereinstimmung mit den Artikeln 1 und 2 die Erforschung, Erzeugung und Verwendung der Kernenergie für friedliche Zwecke zu entwickeln. Das war die wichtigste Voraussetzung, dass Länder wie Deutschland, Italien oder Belgien dem beigetreten sind. Heute wird dieser Artikel hauptsächlich von Herrn Ahmadinejad und der iranischen Regierung immer wieder hervorgezogen und es ist sehr schwer, ihnen sozusagen mit diesem Artikel zu widersprechen. Artikel 4 geht noch weiter. Hier wird festgelegt, dass es eine Pflicht gibt, den Austausch von Ausrüstung, Material und wissenschaftlichen und technologischen Informationen zu fördern. Also nicht einzuschränken, sondern zu fördern und auch die Internationale Energieorganisation, in der Atomenergieorganisation in Wien soll das unterstützen. Artikel 5 ist heute schon fast überholt. Das ist ein Artikel, der die Möglichkeiten schafft, dass man für friedliche Zwecke Nuklearwaffentests macht und dass im Prinzip die Ergebnisse dieser Tests zum Wohle aller Menschen verbreitet werden sollen. Das hat sich heute erübrigt, da braucht man nicht mehr drüber zu reden. Artikel 6 ist ganz wichtig, jede Vertragspartei verpflichtet sich in redlicher Absicht Verhandlungen zu führen, um über wirksame Maßnahmen zur Beendigung des nuklearen Wettrüstens in naher Zukunft und zur nuklearen Abrüstung sowie über einen Vertrag zur allgemeinen und vollständigen Abrüstung unter strenger und wirksamer internationaler Kontrolle. Das war für viele Länder damals ein Grund, unter anderem Schweden, nicht dem Vertrag beizutreten, sind das für später beigetreten. Warum? Weil letztendlich sind das unterschiedliche Verpflichtungen, die drinstehen. Einmal Beendigung des nuklearen Wettrüstens. Und das war damals akut, deswegen gab es die SALT I und SALT II Verhandlungen und den strategischen Dialog, von dem ich Ihnen vorhin erzählt habe, die aber nicht ganz so erfolgreich waren, wie sie sein sollten. Dann gibt es die nukleare Abrüstung, im Sinne der weiteren Reduzierung der Arsenale. Abrüstung muss nicht heißen totale Abschaffung. Das ist normalerweise verständlich, versteht man unter einer totalen Abschaffung die vollständige Abrüstung. Aber nukleare Abrüstung als solche muss nicht vollständig sein. Also letztendlich ist es das, was wir seit 1990 erleben. Und dann kommt die allgemeine und vollständige Abrüstung. Das wäre letztendlich die Abschaffung aller Kernwaffen im Rahmen eines breiteren Abrüstungs- und Friedensregimes unter Beteiligung aller Staaten. Und da gibt es große Diskussionen darüber, auf die ich nachher nochmal eingehen werde. Artikel 9, 3, die anderen überspringe ich jetzt, weil sie nicht so wichtig sind. Unterteilt oder gibt an die Kriterien, nach denen es Kernwaffenstaaten geht und Nicht-Kernwaffenstaaten. Jeder Staat, der vor dem 1. Januar 1967 eine Kernwaffe oder einen sonstigen Kernsprengkörper hergestellt und gezündet hat, gilt als Kernwaffenstaat. Diese Klausel ist für die Inder vor allen Dingen ein großes Problem, ja, weil die bis dahin noch keinen Kernsprengkörper gezündet haben. Dann gibt es noch Artikel 10, der es den Staaten erlaubt, aus dem Vertrag auszusteigen, wenn es außergewöhnliche mit dem Inhalt dieses Vertrages zusammenhängende Ereignisse gegeben hat und eine Gefährdung der höchsten Interessen ihres Landes eingetreten ist. Bisher hat diese Klausel ein Land
in Anspruch genommen, nämlich Nordkorea. Es gab also eine ganze Reihe von Kontroversen. Einmal Widerspruch zwischen Artikel 2 und 4. Artikel 2 verbietet Kernwaffenstaaten, Nicht-Kernwaffenstaaten, die das Streben nach Kernwaffen, und Artikel 4, der im Grunde genommen eine große Freiheit betrifft, was die Entwicklung der friedlichen Kernenergienutzung trifft. Und da ist die große Kontroverse, was ist mit Staaten, die versuchen, durch eine intensive Nutzung der friedlichen Kernenergie so dicht an die nukleare Schwelle zu kommen, dass es eigentlich nur noch Monate Zeit ist, bis sie eine Kernwaffe beschaffen können. Das ist im Grunde das Problem, was wir heute mit Iran haben. Ja, der Iran hat ein Programm, welches per Definition oder legal gesehen ein friedliches ist, aber welches ihn so dicht in die Nähe einer Kernwaffenoption bringt, dass es wahrscheinlich nachher nur noch Wochen oder Monate sind. Dann natürlich die Ungleichbehandlung von Kernwaffenstaaten und Nicht-Kernwaffenstaaten bei den Safeguards, also bei den Sicherungsmaßnahmen. Warum nur die Nicht-Kernwaffenstaaten, nicht warum die Kernwaffenstaaten? Das haben einige Kernwaffenstaaten insofern schon gelöst, als dass sie sich solchen unterwerfen, zumindest ihre zivilen Einrichtungen. So, die kontroverseste Sache ist, wie weit geht die Abrüstungspflicht unter Artikel 6 für die Kernwaffenstaaten? Kann man aus Artikel 6 eine Verpflichtung zur Abrüstung, zur unkonditionierten Abrüstung von Kernwaffen herauslesen oder nicht? Das ist eine seither ständig im Streit. Dass es das Ziel der Abrüstung von Kernwaffen, das Endziel ist, ist unstrittig, ist auch wiederholt immer wieder betont worden. Die Frage ist nur, wie konditioniert es ist. Und darüber gibt es große Dispute, die ich jetzt hier gar nicht im Einzelnen darstelle. Interessant ist auch gewisse Dinge, die nicht geregelt worden sind, nämlich die negativen Sicherheitsgarantien. Negative Sicherheitsgarantien sind Zusagen der Kernwaffenstaaten, ihre Kernwaffen nicht gegen Kernwaffenstaaten einzusetzen, die dem NPT beigetreten sind. Was ja von Anfang an eine ganz wichtige Forderung war. Sie sollte eigentlich in den Vertrag rein, ist dann aber nicht reingekommen, aber die Kernwaffenstaaten haben sich verpflichtet, haben solche Erklärungen abgegeben, rechtsverbindliche Erklärungen, und sie haben sich auch alle daran gehalten, das muss man auch sagen. Und ein Punkt, wer kümmert sich um Vertragsbrüche? Ist dort nicht geregelt, sondern man muss davon ausgehen, dass im Falle von Vertragsbrüchen der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen im Sinne des generalen Systems der kollektiven Sicherheit zuständig ist. Oder dass eben Staaten von ihrem Recht Gebrauch machen auszuführen. So, wie viele Mitgliedstaaten gibt es heute? 186 Staaten, das heißt fast alle Staaten der Welt. Mit diesen vier Ausnahmen, das ist Indien, was von Anfang an den Vertrag abgelehnt hat und noch nie beigetreten ist, Pakistan, Israel und Nordkorea. Ich gehe auf die Fälle nachher in meinem nächsten Vortrag nochmal ein. Das sind die vier Staaten, die draußen vorgeblieben sind. So, jetzt komme ich zu den kernwaffenfreien Zonen. Kernwaffenfreie Zonen sind sozusagen ein alternativer Ansatz zur Nichtverbreitungspolitik, der aus einer Region herauskam. Die ersten Verhandlungen wurden geführt in Lateinamerika. Das war sozusagen eine Folge der Kuba-Krise von 1962. Und letztendlich sind das Verträge, die eine bestimmte Region umfassen, also wie gesagt Verträge. Ich spreche nicht über Staaten, die sagen, wir sind kernwaffenfrei. Das gibt es viele, die meisten Staaten sind kernwaffenfrei, sondern Verträge als rechtliche Instrumente. Das heißt, die Mitgliedstaaten betonen hier nochmal ihren Verzicht auf Herstellung, Besitz oder Kontrolle von Kernwaffen. Sie bekräftigen, dass auf ihrem Territorium keine Kernwaffen gelagert werden dürfen und dass auch keine Kernwaffen hineintransportiert werden dürfen oder durch das Territorium oder die Luft- und Seegebiete Transfers erfolgen dürfen. Und in keinem Fall dürfen Kernwaffentests stattfinden. Und die Kernwaffenstaaten werden ersucht, im Wege von Protokollen erstens mal negative Sicherheitsgarantien abzugeben und vor allen Dingen auch diese Abwesenheit von Lagerung und Transporten zu bestätigen. Und dies sind die Verträge, die wir bisher haben. Lateinamerika, wie gesagt, das erste, das ist der Vertrag von Tlatelolco. Ist schwierig auszusprechen, aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Das ist ein Vorort von Mexico City, 1967. Dann Südpazifik, das ist der Vertrag von Rarotonga.
Südostasien, Bangkok-Vertrag von 1995, dann Afrika-Vertrag von Pilindaba. Dann gibt es in Zentralasien seit 2006 eine Kernwaffenfreizone, Vertrag von Simei. Und auf die Antarktis ist 1958 unter einem Sonderregime gestellt worden, welches sehr viele Aspekte umfasste, aber auch dort ist eine Kernwaffenfreiheit festgelegt worden. Hier haben Sie mal einen Überblick, was heute alles kernwaffenfreie Zonen umfasst. Das ist hier ganz Lateinamerika, die Antarktis, Afrika, Zentralasien, hier Südostasien und hier dieser Pazifikraum. Diese Farbe hier, die Ocker, Dunkelocker, das sind die Kernwaffenstaaten. Und die grünen Staaten sind Staaten ohne Kernwaffen und ohne dass dort fremde Kernwaffen auf ihrem Territorium befindlich sind. Hier sehen Sie nochmal den Stand der Ratifizierung, was den Vertrag von Pilindaba, Pilindaba, den Afrika-Vertrag betrifft. Grün ist ratifiziert, hellgrün nicht. Und das hier ist gar nicht mal beigetreten, das ist der Südsudan. Also hier sieht die Lage noch sehr gemischt aus. Rarotonga, hier sehen Sie den ganzen Ratifikationsstand, dort ist praktisch weitgehend ratifiziert. Bangkok-Vertrag, hier sehen Sie nochmal. Und hier vielleicht die Probleme, nicht alle Kernwaffenstaaten haben alle Protokolle unterzeichnet und die Ratifikation des Pilindaba-Vertrages ist und bleibt meines Erachtens in absehbarer Zeit unvollständig. Das heißt, die Reichweite dieses Vertrages ist nicht so besonders groß anzunehmen. Das war das, was ich jetzt zu diesen Verträgen sagen wollte. Wenn da jetzt Fragen sind, stellen Sie die jetzt, sonst würde ich dann leicht mit den nächsten, nämlich mit den Schwellenländern. Ja. Sie sagten, dass die Kernwaffenstaaten sich weitgehend daran gehalten hätten, Nicht-Kernwaffenstaaten nicht zu bedrohen mit Kernwaffen. Also ich weiß aber, mindestens zwei Fälle sind dokumentiert, in denen die USA gedroht hat, Kernwaffen einzusetzen. Das eine ist Libyen, das andere ist Iran. Ich kann mich nicht erinnern, dass die USA Libyen mit Kernwaffen gedroht haben. Gut, ich habe das auch beim Iran haben die USA nicht gedroht. Was wir haben, ist, dass Obama gesagt hat, die negativen Sicherheitsgarantien, das heißt die Garantie nicht anzugreifen, erlischt für Länder, die als Nicht-Kernwaffenstaaten im NVV beigetreten sind und diese Möglichkeit genutzt haben, um heimlich an Kernwaffen zu gelangen. Das heißt nicht, dass sie bedrohen, sondern sie haben gesagt, die negative Sicherheitsgarantie, und ich finde das völlig logisch, erlischt in dem Augenblick, wo ein Staat seine Mitgliedschaft in dem Vertrag so missbraucht und an Kernwaffen kommt. Also ich habe jetzt hier eine Presseerklärung des Verteidigungsministeriums von 1996. Da heißt es, the Air Force would use the B-61-11 nuclear weapon against Libya's alleged underground chemical weapons plant und so weiter. Das ist also ziemlich eindeutige Drohung gegen diese Chemiefabrik, die man damals vermutete, eine Atombombe einzusetzen. Das ist mir neu, diese Meldung. Ich halte die für ziemlich... Ich weiß nicht, wo Sie die her. Die ist veröffentlicht im James Defense Weekly und die Aussage ist vom Assistant Secretary of Defense Harold P. Smith gemacht worden. Also wie gesagt, mir ist die nicht bekannt. Hör ich zum ersten Mal, dass eine so spezifische Drohung gemacht worden ist. Damals war, ich muss mal überlegen, war Libyen damals Mitglied des NPT? 96, ja, 96, Sie sind schon früher, ja, Sie waren... Die hatten ja auch ein heimliches Nuklearwaffenprogramm. Wie gesagt, das ist mir neu, diese Art der direkten Bedrohung. Ich kann mich auch nicht entsinnen, dass der amerikanische Präsident diese Drohung... Ich habe die Quelle geprüft, die stimmt. Ja, wollen wir mal gucken. Also ich habe mich... Normalerweise ist die einzige Autorität, um so etwas auszusprechen, der amerikanische Präsident. Und ich kann mir nicht entsinnen, dass der amerikanische Präsident, das war damals Bill Clinton, im Jahr 96 eine solche Drohung ausgesprochen hat. Vielleicht hat ein Amerikaner, dieser Mann, das irgendwann mal als mögliche Politiker dargestellt. Dazu müsste ich die Originalquelle jetzt sehen. Und wie gesagt, Libyen ist, Iran ist ganz neu. Das hatte ja beim 2010 Obama sehr deutlich gesagt. Er hat ganz deutlich gesagt, in dem Augenblick, wo Iran Kernwaffen hat, hält diese,
diese nukleare, die negative Sicherheitsgarantie aufzuexistieren. Das ist zwar keine direkte Bedrohung, sondern es ist sozusagen eine klare Aussage, hier geht es, eine Sicherheitsgarantie hat ihr Ende. Boris? Wie kommt diese negative Sicherheitsgarantie zustande? Ist die in dem Vertrag festgelegt? Nein, sie ist leider nicht im Vertrag festgelegt, sondern man hat sich bei Vertragsabschluss geeinigt, dass die Kernwaffenstaaten unabhängig voneinander solche Sicherheitsgarantien aussprechen, weil sie sich während der Verhandlungen nicht auf einen gleichen Text, gleichgerichteten Text haben einigen können. Das heißt, die Texte sind alle ein ganz bisschen anders. Aber sie sind, laufen im Kern darauf hinaus, auf die gleiche Sache. Also, was ist die Rechtfertigung, diese Sache dann aufzuheben? Weil der, selbst wenn der Vertrag gebrochen wird und ausgetreten, das heißt ja noch lange nicht, dass dann frei zum Abschluss gegeben sind. Nein, das heißt ja nicht frei zum Abschluss gegeben. Aber die Logik des NVV ist, dass Länder auf ihre Kernwaffen verzichten und dafür von den Kernwaffenstaaten ein bindendes Versprechen haben müssen, dass sie nicht angegriffen werden mit Kernwaffen. Das finde ich eigentlich völlig logisch, hätte eigentlich in den Vertrag reingehört, aber wie gesagt, aus diesen rechtlichen Problemen, sie konnten sich nicht auf einen gleichen Text einigen, hat man es auf unilaterale Stellungnahmen verlegt. Nur in dem Augenblick, wo ein Land sein Versprechen bricht, nicht Kernwaffenstaat zu bleiben, ist natürlich auch diese Verpflichtung hinfällig. Also das kann sein. Also es gibt praktisch einen Vertrag mit von USA und Iran, oder ist es dann USA? Nein, es gibt keinen Vertrag, sondern diese negativen Sicherheitserklärungen sind Erklärungen, rechtsverbindliche Erklärungen, okay, die diese Länder abgeben, die auch bei den Vereinten Nationen hinterlegt werden. Die sind mehrfach zum Teil noch verschärft worden oder abgeändert worden und es gibt mehrere, aber im Wesentlichen laufen sie immer darauf hinaus, Staaten, die auf Kernwaffen verzichten, von Angriffen auszunehmen. Es gab, die Sowjetunion hat damals vor allen Dingen gesagt, wir können das nicht ausdehnen auf Länder, die mit Kernwaffenstaaten verbündet sind. Ja, das war damals so das große Unterscheidungsmerkmal. Inzwischen hat sich das natürlich, hat sich das auch gegeben. Aber die grundlegende, der grundlegende Deal ist einfach die, wenn wir auf was verzichten, dann müssen wir auch von der anderen Seite einen Verzicht haben, aber dieser gegenseitige Verzicht ist natürlich auch wieder revidierbar. Sie hatten noch eine Frage? Ja, nochmal auf dieses Thema zurückkommen. Soll das jetzt nur eine Aussage dahingehend, dass Staaten, die keine oder keine Atomwaffen verfügen, die These, dass sie nicht jemals von einem Kernwaffenstaat bedroht worden sind, dass das nicht richtig ist, oder waren das welche, die Negativsicherheiten gehabt haben? Nein, es gibt immer wieder Aussagen. Zum Beispiel Amerika hat Libyen, glaube ich, nie eine Negativsicherheit gegeben, in der Form, dass sie gesagt haben, sie werden es nicht angreifen. Genau, aber die haben im Gegenteil gesagt, da ist eine Chemiefabrik, die liegt tief unter der Erde, die kriegen mit konventionellen Waffen nicht geknackt. Ja. Deshalb droht, hat dieser stellvertretende oder Staatssekretär in einer Presseerklärung offiziell als Mitteilung der Regierung gesagt, ja, wir ziehen auch in Betracht, das mit einem B-61 dann zu vernichten. Und das ist, Tatsache ist es, dass das schon relativ früh war, aber seit 2001 hat sich die Situation ja nochmal grundsätzlich geändert. Ist ja die Bedrohung noch viel klarer geworden, indem nämlich ja diese ganze Doktrin geändert wurde. Aber da kommen wir ja vielleicht später drauf. Ich weiß nicht, welche Doktrin so geändert worden ist. Aber, gut, nochmal, das war die Aussage, wenn das so stimmt, von einem untergeordneten politischen Entscheidungsträger, der gesagt hat, ich könnte mir vorstellen, das war vielleicht seine persönliche Meinung, es hat nie eine offizielle Drohung der USA, die kann auch nur vom Präsidenten kommen, gegen Libyen gegeben, nach dem Motto, wenn ihr eure Chemie und eine Fabrik dort nicht öffnet, die ist dann komischerweise kurz danach abgebrannt, dann schlagen wir dort mit Kernwaffen zu. Er könnte aber natürlich auch durch den Vertreter bei der UN auch eine solche Drohung ausgesprochen werden. Könnte überall, ja. Durch den Außenminister oder das. Es müsste schon durch den, also solche Drohungen, Aussagen solcher Art muss der Präsident.
Und wie gesagt, diese negativen Sicherheitsgarantien gelten ja für alle. Sie gelten nicht für spezielle Länder. Es gibt keine bilateralen negativen Sicherheitsgarantien, sondern sie werden als generelle Policy, wenn man so will, Aussagen gemacht und gelten damit für alle. Gibt es sonst noch Fragen? Könnten wir auch gleich weitermachen. Okay, dann gehen wir jetzt mal auf die Schlüsselländer. Das ist einfach, damit Sie mal einen Überblick haben über diejenigen Länder, über die wir eigentlich sprechen. Und man spricht immer gerne über Kernwaffenstaaten und Nicht-Kernwaffenstaaten. Aber tatsächlich ist das Bild sehr viel reichhaltiger und sehr viel bunter, als man sich das vorstellt. Ich habe hier mindestens 5 Kategorien von Staaten, die man unterscheiden muss. Es kommt noch eine 6. Kategorie, die dann zum Schluss kommt. Einmal die offiziellen Kernwaffenstaaten nach dem NVV, dann deklarierte oder vermutete Kernwaffenstaaten außerhalb des NVV, drittens Nicht-Kernwaffenstaaten gemäß dem NVV, die heimlich Kernwaffenaktivitäten verfolgt haben oder das tun, viertens Nicht-Kernwaffenstaaten, die vor Beitritt zum NVV Kernwaffenaktivitäten hatten und fünftens Nicht-Kernwaffenstaaten, die die Fähigkeiten haben, binnen Monaten Kernwaffenfähigkeiten zu erreichen. Das sind schon mal 5 ganz unterschiedliche Kategorien. Gucken wir uns die nochmal an. Hier haben wir die Kernwaffenstaaten, die erklärten und nicht erklärten. Auch nochmal, was die Zahl der Warheads betrifft. Russland 10.000, USA 8.000, Frankreich 300, China 240, UK 225, Pakistan 90 bis 110, Indien ein bisschen weniger, Israel 60 bis 80. Also kommen wir nochmal zu den offiziellen Kernwaffenstaaten, das sind hauptsächlich USA und Russland, die meisten Sprengköpfe haben. Wie wir alle wissen, ist das ziemlich runtergegangen hier, Russland oder auch USA, aber es sind immer noch zusammen ungefähr 18.000 Sprengköpfe, das ist eine Riesenzahl. Viele Sprengköpfe, es waren ursprünglich mal 65.000, ne? Also musste man auch mal sehen, 1985 waren es 65.000. Von denen sind sehr viele wirklich zerstört worden, aber nicht alle. Frau Schaber hat das ja erklärt, dass es da verschiedene Varianten gibt, bis man wirklich von einer Zerstörung sprechen kann. Aber der Trend ist deutlich runter. Aber wie ich Ihnen vorhin auch gesagt habe, die grundsätzliche nukleare Duellsituation zwischen beiden ist noch nicht vorbei. Und das führt uns näher noch zu der Frage, Kernwaffen, also Global Zero, ist das eigentlich möglich und welche Rolle spielt Raketenabwehr? Wo ich eine etwas andere Haltung habe als Frau Schaper. Aber da kann man ja nochmal drüber diskutieren. USA, Russland, wie gesagt, auch ein Vierteljahrhundert nach dem Ende bleibt die gegenseitige Bedrohung mit Kernwaffen bestehen, trotz erfolgter Abrüstung. Und ich finde, das ist eines der merkwürdigsten Dinge, es ist eigentlich ein Relikt des Kalten Krieges. Was merkwürdigerweise ziemlich unbeobachtet oder unkommentiert ist. Es gibt nur wenige, die immer wieder darauf hinweisen, dass es eigentlich die Beziehungen zwischen Russland und den USA, die sind zwar nicht von herzlicher Freundschaft, aber sie sind auch nicht so von grundsätzlicher Feindschaft, dass man sich gegenseitig die nukleare Vernichtung androht, was sie effektiv tun. Ja, sie richten ungefähr 2000 individuelle nukleare Sprengköpfe aufeinander. Das ist eine Menge. Ja, man kann sich mal vorstellen, dass die alle so mal losgeschickt werden, da kommt eine Menge an Zeugs zusammen. Und das ist eigentlich bei Staaten, wo sich die Präsidenten mit Vornamen anreden und doch gelegentlich mal ganz nett zusammensitzen, ist es eigentlich merkwürdig. Ich finde, das ist eine der merkwürdigsten Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, der letzten 2 Jahrzehnte, dass wir diese immer noch haben. Woran liegt das eigentlich? Es liegt einmal daran, dass diese Doktrin der gegenseitig gesicherten Zerstörungsfähigkeit, von denen ich Ihnen ja vorhin erzählt habe, dass sie in den 60er Jahren ein ganz sinnvolles Instrument war, um Stabilität zwischen den USA und der Sowjetunion herzustellen. Und damals war die Sowjetunion nicht besonders begeistert dafür, aber sie hat auch irgendwo die Vorteile erkannt, dass diese Doktrin nur dann funktioniert, wenn sie große Arsenale haben. Denn das Ziel ist ja eigentlich, zu verhindern, dass eine der beiden Seiten irgendwann anders sieht, die andere Seite nuklear zu entwaffnen, ihnen die Nuklearwaffen aus der Hand zu schlagen. Inzwischen haben sich beide Seiten auf ungefähr 1500 bis 2000, je nachdem, wie man es zielt, Gefechtsköpfe geeinigt, die auf diese runtergehen wollen.
Beideck können Sie vielleicht noch einmal, vielleicht auf 1000, aber dann wird es kritisch. Dann fängt nämlich diese ganze Kiste mit der gegenseitig gesicherten Zerstörungsfähigkeit an, wackelig zu werden. Ja, wenn man in niedrigere Bereiche kommt, ist die Stabilität weg. So, was macht man da? Global Zero wäre eine schöne Idee. Ja? Obama hat gesagt, wir sind bereit, auf Kernwaffen zu verzichten. Das hat er auch gemacht, weil ihm seine Militärs gesagt haben, lieber Herr Präsident, wir können inzwischen fast alles, was wir brauchen, mit konventionellen Mitteln. Die modernen Entwicklungen der konventionellen Technologie sind so weit gegangen in den letzten Jahrzehnten, dass sie keine Kernwaffen brauchen. Der einzige Grund, um Kernwaffen noch zu brauchen, ist der von anderen Kernwaffeneinsätzen abzuschrecken. Und wenn man sich darauf mit anderen verständigt, dass die das auch nicht brauchen, dann könnte man die auch abschaffen. Ich finde, das ist eine ganz interessante, fast revolutionäre Entwicklung, weil das haben wir seit dem Beginn des Kernwaffenzeitalters nicht gehabt. Das eine, nämlich die führende Kernwaffenmacht, sagt, eigentlich brauchen wir es nicht. Russland ist leider nicht in der gleichen Lage. Russland hat erstmal nicht so viel Geld wie die USA. Das Bruttosozialprodukt von Russland ist mal gerade ein bisschen größer als das von Spanien. Ja. Man sich mal vorstellen, wenn Spanien jetzt versuchen wollte, zusammen mit den Amerikanern eine Rüstungskonkurrenz in dieser Größenordnung aufrechtzuerhalten, das ist schon nicht einfach. Also Russland kann nicht auf Kernwaffen verzichten. Und warum denn trotzdem immer noch dieses gegenseitig gesicherte Zerstörungsfähigkeit im Duell? Ich glaube, das Problem ist für die Russen ist das auch Ausweis ihrer Großmachtfähigkeit. Sie sind die einzige Macht weltweit, obwohl sie bruttosozialproduktmäßig eigentlich eher in die Kategorie von Spanien und Kanada gehören, dass sie daran festhalten. Was in den USA zunehmend, ich sag mal, etwas blöde aufstößt, weil warum muss man sich entblößen, dauerhaft entblößen gegenüber den Russen? Ja, die alte Konfrontation ist nicht mehr da. Und deswegen auch das Gespräch, auch die Überlegung in Richtung Kernwaffen, Raketenabwehr. Also hier haben wir eine gewisse Asymmetrie. Russland und USA sind unterschiedlich, was die Einschätzung von Kernwaffen betrifft. China, haben wir vorhin schon angesprochen, hat sich immer zurückgehalten, baut seit Jahren Bestände an nuklear bestückten Raketen interkontinentaler und regionaler Reichweite aus. Vielleicht etwas noch, was ich ergänzen wollte, was wir vorhin nicht gesprochen haben. Es gab also letztes Jahr eine hochinteressante Untersuchung von einer Gruppe unter der Leitung von Phil Carver. Phil Carver ist ein alter Strategieexperte aus den USA, der jetzt mit Studenten in den USA mal eine Untersuchung durchgeführt hat, rein nur mit Internetquellen. Vielleicht gerade diesen Krieg immer interessant. Und sie haben sich Tunnelbauaktivitäten in China angeschaut und haben festgestellt, in China werden extrem viele Tunnel gebaut, die keinerlei ökonomischen oder sonstigen Sinn haben, die offensichtlich militärischen Zwecke haben. Und daraus den Schluss gezogen, dass möglicherweise noch ein ganz anderes chinesisches Programm läuft. Wobei man aber sehr schwer weitere und präzisere Rückschlüsse ziehen kann. Aber bislang ist China im Vergleich zu den beiden anderen, wie gesagt, eher zurückgeblieben. Aber wenn man mal die wirtschaftlichen Fähigkeiten Chinas mit denjenigen der Russlands vergleicht, dann ist China eigentlich auf die Dauer gesehen möglicherweise der, wie man so schön sagt, Peer-Competitor der USA als Russland. Das heißt, die Chinesen sind heute die zweitgrößte Industriemacht der Welt, haben ganz andere Fähigkeiten als Russland. Russland ist trotz mancher schöner Einkommen aus den Erdölexporten und manchen großen Reden von Herrn Putin und Herrn Medvedev eigentlich doch eine Mittelmacht, die noch wie so eine Schildkröte, die noch so einen riesigen nuklearen Panzer mit sich rumstellt, der ja eigentlich schon zu groß geworden ist und unter dem sie eher noch leidet. Das ist in China möglicherweise anders. Großbritannien, habe ich vorhin auch schon gesagt, nur noch geringe Bestände auf U-Booten zunehmend in Frage gestellt. Ich denke mal, von allen Kernwaffenstaaten ist Großbritannien das erste Land, wo ich glaube, dass diese ganz auf Kernwaffen verzichten könnten oder würden. Anders sieht das bei Frankreich aus. Hat auch nur kleine Bestände, aber Frankreich hält an der Position der nuklearen Abschreckung aus prinzipiellen Gründen sehr fest. So, jetzt kommen wir zu den deklarierten oder vermuteten Kernwaffenstaaten außerhalb des NVV. Einmal Indien. Indien ist seit 1998, ich glaube, die Batterie ist alle.
Es läuft zwar noch ein bisschen, aber. Ja, ne? Ich ja, Sputschikade, Dirk, die bräuchte ich noch so ein paar kleine Wurzeln. Also, liebe Internetfreunde im Augenblick, ist ja immer so doll. China ist seit 1998 deklarierte Kernwaffenmacht. Sie haben damals Atomwaffentests gemacht. Ist nie Mitglied des MVV gewesen. Verhält sich aber seit 2008 wie ein nicht-nukleares MVV-Mitglied in Bezug auf seinen deklarierten zivilen Sektor. Das heißt, Dankeschön. Indien hat einen zivilen Sektor und einen militärischen Sektor. Der zivile Sektor ist unter IAEO-Kontrollen. Das heißt, Indien verhält sich in seinem zivilen Bereich so, als ob es ein Mitgliedstaat des Nuklearen Nichtverbreitungsvertrages ist. Hat sich bereit erklärt, keine wesentlichen Aufstockungen seiner Kernwaffen zu machen, vorzunehmen. Aber der Nuklearsektor ist von allen Kontrollen ausgenommen. Indien ist ein Sonderfall, weil es im Vergleich zu allen anderen neuen Nuklearwaffenstaaten diesen Nuklearwaffenstatus von Anfang an praktisch alleine gemacht hat. Die einzige Technologieimpuls war 1946 oder 1947 der Kauf eines kanadischen Reaktors, aber seitdem haben die Inder, sind sie auch stolz drauf, das haben sie es alles selber gemacht. Also kein Technologieklau, wie das bei anderen genommen wird. Auch wird Indien heute von der Nuclear Supplier Scope ausgenommen, wendet aber diese Regel nach außen an. Es dürfte ungefähr 80 bis 100 Kernwaffen haben. Hauptorientierungspunkt ist China, aber auch Pakistan. Weil Pakistan, wie Sie gleich sehen werden, es auch Nuklearwaffen macht und das kann natürlich Indien nicht unberührt lassen. Aber das sind, hier sind also einmal gegenüber China, ist das die Status, das hat Frau Scharpe, glaube ich, ganz richtig gesagt. Aber gegenüber Pakistan ist es natürlich auch die Existenz. Ja? Das Orientierungspunkt China, heißen Sie, Sie wollen so sein wie China oder China als ja, Feind? Für sowohl als auch. Einerseits ist China für Sie ja durchaus ein Feind. Sie wissen, 1962 haben Indien und China mehrere Wochen lang einen Krieg gegeneinander geführt. Sie sind, begreifen sich als Rivalen und sind ja auch ungefähr gleich groß von der und von Menschen und so weiter. Und Indien sieht sich zum Zweiten eben benachteiligt gegenüber China, weil China ein paar Jahre vor Indien, acht oder neun Jahre vor Indien einen Nukleartest gemacht hat. Möchte also den gleichen Status haben international wie China, als Kernwaffenmacht wahrgenommen zu werden und auch Mitglied des Sicherheitsrates zu werden. So, jetzt kommen wir zu Pakistan. Auch Pakistan ist seit 1998 deklarierte Kernwaffenmacht, hat mehr Kernwaffen als Indien und produziert auch jedes Jahr ungefähr ein Dutzend neue Sprengkörper. Hat auch in der Vergangenheit Kernwaffentechnologie an andere weitergegeben. Das haben die Inder nie getan. Und es hat aber seine eigenen Kernwaffen nur durch Technologieklau herstellen können. Und dieser Technologieklau erfolgte in Deutschland, beziehungsweise in der deutsch-niederländisch-britischen Anreicherungsfirma Urenco, wo Jayub Khan, ein pakistanischer Nukleartechniker, in den 60er Jahren als Praktikant und Assistent war. Und dort hat er in den Nächten immer so viel gearbeitet, hat Fotokopien gemacht und hat die mitgenommen nach Pakistan und hat dadurch eigentlich die Grundlagen gelegt für das pakistanische Nuklearwaffenprogramm und hat dieses Programm, diese Technologie weiterentwickelt und vor allen Dingen weitergegeben an Nordkorea, an Libyen und an Iran. Das Ziel Pakistans, strategisches Ziel ist es gewesen, die Unterlegenheit gegenüber Indien auszugleichen. Pakistan ist sehr viel kleiner als Indien. Indien hat, wie Sie wissen, 1 Milliarde Menschen, Pakistan ungefähr 180 Millionen. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Und Pakistan verzichtet übrigens nicht auf den Ersteinsatz von Kernwaffen, sondern hat gesagt, wenn wir in einem konventionell geführten Krieg unterlegen sind, werden wir massiv gegen Indien Kernwaffen einsetzen. So, dann kommen wir zu Israel.
Tja, Israel besitzt vermutlich zwischen 60 bis 80 Kernwaffen, die es selbst hergestellt hat, aber auch nur mit französischer Hilfe war das möglich in den 60er Jahren. Im Gegensatz zu Indien und Pakistan bestätigt Israel weder die Existenz von Kernwaffen noch leugnet es sie, aber es gibt genügend Hinweise, Afire Vanunatu und anderen Leuten, die zeigen, dass Israel diese Kernwaffen hat. Ziel ist es die Existenzsicherung, aus Gründen, die ich nicht weiter darlegen muss. So, jetzt kommen wir auf Nordkorea, auch ein erklärter Kernwaffenstaat seit einigen Jahren. Bei Nordkorea ist das alles ein bisschen sehr kompliziert. Es hat in den 80er Jahren ein heimliches Kernwaffenprogramm gehabt, trotz Mitgliedschaft im NVV. Ist dann, nachdem das offenkundig wurde, ausgetreten 2003, schon mal 1993, dann hat es einen Austritt wieder rückgängig gemacht. Das ist, hat mit den USA und einen Deal gemacht, der anfangs ganz interessant zu sein schien, aber dann stellte sich heraus, dass dieser Deal auf Seiten Nordkoreas gebrochen worden war. Und in den 90er Jahren hat Nordkorea ein Plutoniumherstellungsprogramm gehabt, welches es aber offensichtlich aufgegeben hat. Aus diesem Plutoniumprogramm sind ungefähr 4 bis 8 Kernsprengköpfe übrig geblieben. Ursprünglich mal 10, aber 2 haben sie verpulvert für Tests. Das Plutoniumprogramm Anlagen sind weitgehend zerstört. Aber in der Zwischenzeit hat Nordkorea ein Programm zur Herstellung von hochangereichertem Uran, nämlich aus Pakistan bzw. von dem Herrn Khan bekommen, dessen technischer Status nicht bekannt ist, wo wir nicht genau wissen, wie weit das ist, ob Nordkorea überhaupt aus diesem Urananreicherungsprogramm ein Waffenprogramm macht oder nicht, das wissen wir nicht genau. Im Augenblick ist dort alles, wie wir wissen, sowieso etwas im Fluss. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Nordkorea entweder weitermacht in dieser Richtung und Urananreicherung betreibt mit dem Ziel der Herstellung von Kernwaffen oder möglicherweise erst bei dem Status quo belässt und versucht, erst einmal eine innere Reform durchzuführen und dann vielleicht im Wege dieser inneren Reform auch später mal auf die Kernwaffen verzichtet. Also für mich ist Nordkorea so ein Fall, wo die Bemühungen der internationalen Staatengemeinschaft, ein Land dazu zu hindern, zwar nicht völlig erfolgreich waren, aber auch nicht völlig erfolglos waren, weil eben das Plutoniumprogramm, es ist abgebrochen worden, es ist auch nicht wieder aufgenommen worden und das andere Programm ist noch nicht erkennbar. Ja. Hat Nordkorea nicht Plutonium-Sprengköpfe? Ich dachte immer, das wären... Okay, und die haben ihr Programm jetzt abgebrochen. Ja, sie hatten einen Reaktor, ja, und eine daneben liegende Urananreicherungsanlage. Wiederaufarbeitungsanlage. Die Wiederaufarbeitungsanlage ist seit 2005 nicht mehr benutzt worden. Der Reaktor ist teilweise zerstört. Es gibt keine Arbeiten mehr an diesem Reaktor. Ja, also offensichtlich lassen Sie es entweder dabei, und diese 4 bis 8 Kernsprengköpfe, wir wissen nicht, wie viel das sind, liegen dort rum, wobei die ersten beiden Tests nicht besonders erfolgreich waren. Ja, das heißt, da gibt es also auch offensichtlich technologische Probleme, die für die Nordkoreaner nicht so einfach zu lösen sein dürften. Und wie weit sie mit den Anreicherungsprogrammen gekommen sind, ist immer noch ungeklärt. Ja, die Amerikaner versuchen das schon seit vielen Jahren zu lösen, die IAEO versucht das Problem anzugehen. Es hat sich bisher immer verhakelt, die Verhandlungen sind nicht weitergekommen. Aber wie gesagt, es ist good News und Bad News hier. Ja. Dürfte es Sinn machen für Nordkorea, also dieses im geheimen Stil weiterzuführen, oder ist das für sie ein Fortschritt, dass man lieber an den Anlagen da weitermachen würde und dafür sich auch einbahnen würde? Ja, Nordkorea ist ein Land, welches mit normalen Vernunftbeispielen sehr schwer zu erklären ist. Es ist das einzige kommunistische Land, wo es keinen Übergang gegeben hat. Und woran liegt das? Es liegt daran, dass offensichtlich die dortigen, also im Gegensatz zur Sowjetunion, ja, wo der Kommunismus zerstört worden oder zerbrochen worden ist und die alten Eliten sich nochmal an der Privatisierung von Industriegütern bereichern konnten, oder im Gegensatz zu China, wo es eine Transformation gegeben hat, hat es sowas hier nicht gegeben. Es ist im Grunde auch eine
politische Führungsschicht, die in die Enge geraten ist und versucht hat, ihre mutter verzweifelte Situation dadurch zu mindern, dass sie Nuklearwaffen heranzieht, um die Völkergemeinschaft zu erpressen. Aber das geht auch nicht auf Dauer. Mehrmals haben sie große, ich sag mal, viel Geld damit einnehmen können, durch das Versprechen, Kernwaffen aufzugeben. Ja, sie haben sich offenbart. Ne? Und dann haben sie das Geld bekommen und dann war plötzlich alles wieder vergessen. Das kann man dreimal machen und heute ist keiner mehr interessiert dran. Heute ist keiner interessiert dran, mit den Nordkoreanern nochmal über sowas zu verhandeln. Und im Augenblick sieht das so aus, als ob es Nordkorea zumindest auf, und das auf chinesischen Druck, Überlegungen gibt, das chinesische Modell nachzuahmen. Wenn dieses Modell erfolgreich ist, also das ökonomische Transfermodell, könnte ich mir vorstellen, dass die ganze Kernenergie-Sache möglicherweise beigelegt wird. Ich weiß es nicht. Das ist alles Spekulation. Aber ja. Man hat jetzt keine Hinweise darauf, dass irgendwo da noch ein Programm... Doch, es läuft ein Uranprogramm. Ja, Urananreicherungsprogramm. Nur wir wissen, keiner weiß, welche Richtung es ist, zivil oder militärisch. Man weiß, es kann beides sein. Oder vielleicht ist es beides auch. Und in welchen Größenordnung dieses Programm läuft. Ja, das ist völlig unbekannt und natürlich versuchen alle, die Nordkoreaner dazu zu bewegen, dieses Programm offen zu legen, aber die Nordkoreaner wissen auch, das ist ihre letzte Trumpfkarte, die sie noch haben. Und haben bisher noch nichts gesagt. Ja? Bei den letzten beiden Staaten, also Israel und Nordkorea, wird jetzt gar nichts zur offiziellen Doktrin oder wie es da mit Erstschlag und sowas aussieht, gesagt. Ja, also bei Nordkorea, die haben noch gar nicht die Einsatzmittel dafür. Also Nordkorea, was sagen Sie denn? Ich habe mal einen Vortrag zu den Doktrinen mal gemacht. Mhm. Und was ich da recherchiert habe, dass Nordkorea, also hat die Militärdoktrin nicht öffentlich publiziert, aber in den öffentlichen koreanischen Massmedien wurde berichtet, dass Nordkorea Atomwaffen ausschließlich zu Abschreckungszwecken hat. Ja. Und es wird keine Aussage über Völkerstreik oder irgendwas, also da sie nicht nichts unterschrieben haben, kann man jetzt sagen. Offiziell haben die gesagt, dadurch, dass sie jetzt nur zur Abschreckung haben, also haben sie keine First Strike Policy, aber mehr kann man daraus auch nicht schließen. Nee. Selbst das ist jetzt nicht verbindlich. Also das ist nicht verbindlich, weil es gibt auch Äußerungen, in denen Südkorea mit furchtbaren Vergeltungen angedroht wird, wenn sie dies und jenes machen, was immer das heißt. Also kann ich nur mal raten, gehen Sie mal auf die Webseite der nordkoreanischen Nachrichtenagentur CNKA oder so ähnlich. Es ist ein großes Land. Indien oder was? Bei Israel. Bei Israel, ja, Israel. Sagt ja nichts. Sagt ja nichts, genau. Israel sagt ja nichts. Man kann das nur Schlussfolgerung, dass Israel diese Atomwaffen nutzen würde, falls seine Existenz in Gefahr ist. Militärisch. Also im Prinzip kann man auch sagen, dass Israel im Gegensatz zu Nordkorea Trägersysteme hat, die deutlich weiter fliegen, also die 10.000 Kilometer fliegen könnten mit einer Tonne Zuladung, die Jericho-3 Raketen und die entsprechend. 16.000. Hm? 16.000, da keine Interkontinentale. Da habe ich Meilen mit Kilometer verwechselt. Ja. Also Sie können bis in den Iran reichen. Meines Erachtens haben die eine Reichweite von 2000 Kilometern. Nein, 10.000. Jericho 3 Raketen fliegen 10.000 Kilometer. Kann nochmal nachschlagen, aber. Israelis haben keine Interkontinentalraketen. 10.000 wie Interkontinentalraketen. Okay. Ich meine, bei Israel fehlt aber ein wichtiger Indikator noch dazu, dass man sie wirklich als Atomwaffenstaat nennen kann oder muss. Es liegen alle Faktoren vor, dass sie diese, über die Waffen verfügen, aber es hat auf ihrem eigenen Territorium zu keinem Zeitpunkt jemals einen Test gegeben. Ja, ja. So, das sind das einzige Atomwaffenland, was auf seinem eigenen Territorium keinen Test durchgeführt hat. Ja, ja. Das sollte man da auch noch merken. Vielleicht funktionieren die gar nicht. Vielleicht gibt's die, ja. Vielleicht sind die gebaut worden und man weiß gar nicht, was damit ist. Ja, ja. Na gut, das könnte ja auch durch Wissenstransfer. Aber man weiß ja nicht, was die Franzosen in den 60er Jahren, das war ja noch vor dem NVV, Israel ein Wissen abgegeben haben. Es hält sich auch immer hartnäckig das Gerücht, dass 1983 oder 84 in Südatlantik Israel zusammen mit Südafrika einen Kernwaffentest gemacht hat. Ja. Wie gesagt, das Gerücht.
damals hat es einen Blitz gegeben, der von einem Satelliten beobachtet worden ist, aber für den Blitz gab es außer keine richtige Erklärung. So, das war Nordkorea. Jetzt kommen nicht Kernwaffenstaaten gemäß dem NVV, die heimlich Kernwaffenaktivitäten verfolgt haben oder das nicht tun. Das war einmal der Irak oder Saddam Hussein. Das ist 1991 ziemlich offenkundig geworden nach dem verlorenen Krieg, als der Irak die Inspektoren der ANSCOM, der UN-Sicherheitsratskommission, ins Land lassen musste. Wir hatten ein sehr umfangreiches Kernwaffenprogramm, welches jahrelang trotz IAEO-Überwachung stattfinden konnte, unter dem Mantel eines zivilen Programms, zum Teil aber auch neben dem zivilen Programm lief. Das wurde dann von den Vereinten Nationen zwischen 1991 und 1996 weitgehend zerstört. Von wem? Von den Vereinten Nationen, von der Sonderkommission. Es gab eine Sonderkommission, ANSCOM genannt, unter Leitung von Ralf Ekéus, einem schwedischen Diplomaten. Ich war damals auch Mitglied in dieser Kommission und ich habe das alles noch recht gut miterlebt, wie das aufgespürt wurde. Das war zum Teil wie ein Kriminalroman, kann ich sagen. Weil natürlich die Iraker versuchten alles zu verstecken, was sie verstecken konnten. Und die Kommission hatte wirklich gute Experten und hatte gute Informationen von Nachrichtendiensten und haben natürlich nach und nach eine versteckte Anlage nach der anderen gefunden. Und die wurden dann identifiziert und dann wurden sie zerstört. Ist das dem Irak damals peinlich gewesen? Also wie reagiert so ein Land dann, wenn man dem gleich jetzt auf die Schliche kommt? Also Saddam Hussein ist nie was peinliches gewesen. Es gab eine Nachfolgemission zu dieser, die sich hauptsächlich mit biologischen, chemischen Waffen beschäftigt hat. Und da lief das gleiche Spiel wieder von vorne. Das war dann unter dem schwedischen Nationen. Ja, Ekéus. Das war Ekéus und später, also ANSCOM hat zusammen mit der IAEO sowohl chemische, biologische Raketen und Nuklearsachen immer unter ihre Kontrolle gehabt. Und Scham ist da nicht dabei gewesen. Nein. Im Gegenteil, die fanden das doch sportlich, wenn sie was verstecken konnten. Also geschämt haben sie sich nicht. Das wurde ja auch versucht, dann wieder um 2000 wieder aufleben zu lassen. Als dann die Amerikaner 2003 einmarschierten, haben sie ja verzweifelt nach Hinweisen gesucht auf das Programm und haben so ein paar gefunden. Aber das waren alles so Hinweise auf die Frühphase einer Wiederbelebung eines einmal zerstörten Programms. Ja, Colin Powell hat man nur einmal Spitzen sehen in seinem Leben, glaube ich, richtig. Ja. Beim öffentlichen Auftritt, das war, wie er der UN erklärt hat, warum der Iran getroffen werden muss. Da war so verzweifelt der Mann, das war schon blass. Richtig. Und danach, nach der Besetzung, gab es eine Kommission. Ja, eine Kommission, die hat das nochmal alles untersucht und haben so ein paar Indikatoren gefunden. Aber wie gesagt, das war nicht so wahnsinnig. So, Iran. Ja, Iran hat seit den 90er Jahren ein heimliches Nuklearwaffenprogramm, ursprünglich ein Waffenprogramm, reines Waffenprogramm. Dann sind sie unter den Schatten eines zivilen Programms gegangen, haben den Bushir-Reaktoren wieder aufgewärmt, haben dann jahrelang verheimlicht, dass sie eine Urananreicherungsanlage haben. Und wie Sie alle wissen, ist dies dann unser 2003 Gegenstand intensivster Verhandlungen und Sanktionen. Und heute kann man sagen, der Iran nutzt genau diese Spalte oder diese Spalte zwischen Artikeln 2 und 4 aus. Das heißt, er versucht unter dem Rubrum eines zivilen Programmes so dicht wie möglich an eine Nuklearwaffenoption zu kommen, die es ihm nachher innerhalb von 4 Monaten erlauben könnte, Kernwaffen herzustellen. Heute rechnet man, wenn der Iran sich so entscheiden sollte, die politische Entscheidung trifft, könnte es ein Jahr brauchen, um etwa 4 Kernwaffen herzustellen. Das ist der derzeitige Stand. Die Iraner wollen es aber noch schöner, noch kürzer machen. Nicht 4 Kernwaffen, sondern 4 Monate und dann letztendlich Dutzende von Kernwaffen innerhalb kurzer Frist herstellen. Also gibt es da auch widersprüchliche Angaben, wie lange, wie schnell, wie viele. Also ich habe auch mal zuletzt gehört, dass es Jahre dauert, bis sie dann überhaupt welche hätten. Das ist schon lange her. Also wenn Sie die Literatur, die wissenschaftliche Literatur heute verfolgen, so gehen alle davon aus, dass so wie der Iran jetzt aufgestellt ist, auch was die Produktion an leicht angereicherten Uran betrifft, in der Lage ist, das kann man ja alles technisch sehr gut kalkulieren.
innerhalb relativ kurzer Zeit bis zu 4 Kernwaffen herzustellen. Aber es setzt immer voraus die politische Entscheidung. Ja, ja. Die ist noch nicht getroffen, sondern man merkt, die bauen die Voraussetzungen auf, aber unter, ich sag mal, unter Technikexperten ist das eigentlich, man kennt ja heute das Programm, es ist relativ transparent, wegen der vielen internationalen Augen, die da drauf fallen. Man kennt ja auch die Kapazitäten und so weiter. Also insofern ist das heute eigentlich so der State of the Art. Es gibt noch Leute, die das ein bisschen kürzer, ein bisschen länger ansetzen, aber es ist eigentlich so, ein Jahr ist eigentlich ganz, ganz konservativ geschätzt. Eine kleine Ergänzung, wegen diese eher technischen Sachen interessieren, da gibt es ein Institut, das hat die Webseite www.isis-online.org. Das ist das Institute for Science and International Security und die beschäftigen sich seit Jahren ständig. Albright oder was? David Albright. Ja. Und der David Albright hat gute Zugang zu Infos und schreibt das alles auf. Also das ist eine seriöse Quelle. Ich hätte das mal vor ein paar Monaten aus CIA hätte sowas gesagt, dass sozusagen man braucht sich im Iran jetzt nicht so die Sorgen machen, weil das noch. Nein, das war was anderes. Das war die noch unter George Bush, der gesagt hat, das war 2007, glaube ich, da gab es eine National Intelligence Estimate. Und dort hieß es, dass im Jahr 2003 Iran sein Kernwaffenprogramm eingestellt hätte. Ja, Kernwaffenprogramm. Da habe ich mal einen gefragt, der beim BND sehr genau damit Bescheid war. Er sagte, ja, sagte, das stimmt schon. Nur, damals haben die Iraner ihr Kernwaffenprogramm in ein ziviles Programm überführt. Weil sie gemerkt haben, das reine Waffenprogramm ist zu riskant, sie kommen nicht weiter, sie brauchen sozusagen den zivilen Schirm. Aber die Zielrichtung der iranischen Politik hat sich nicht geändert. So dicht wie möglich ranzukommen. Und beim Waffendesign haben sie möglicherweise 2003 die Schritte erreicht, die man braucht, um eine Waffe zu entwickeln. Haben das erstmal ad acta gelegt. Und entscheidend ist ja, dass man an das Material herankommt, nämlich an das hochangereicherte Uran. Das ist nicht so einfach. Ich wollte noch kurz anmerken, ob wir die Diskussion nicht noch ein bisschen nach hinten verschieben, auch in die Pause mit rein, weil noch zwei Vorträge von Frau Schaper und nochmal einer von Ihnen folgt. Deswegen. Gut, dann mache ich jetzt mal hier weiter. Ne? So, Libyen. Unter Gaddafi hat Libyen wiederholt versucht, an Kernwaffen zu geraten. Das brach aber 2003 ab, aufgrund westlicher Intervention. Und Libyen hat tatsächlich damals seine Kernwaffenoption aufgegeben. Es war, ich würde mal sagen, schon ein Stückchen weit, aber es war soweit auch nicht. Es hat erhebliche technische Probleme gehabt. Aber auch hier ohne pakistanische Technologiehilfe, nämlich wie der Herr Khan, wären die Libyer überhaupt nicht so weit. So, dann haben wir vierte Kategorie, Nicht-Kernwaffenstaaten, die vor dem Beitritt zum NVV Kernwaffenaktivitäten hatten. Also nicht so wie in der Bundesrepublik Deutschland, wo da mal der eine oder andere gesagt hat, Mensch, wir brauchen auch Kernwaffen, sondern richtige Kernwaffenaktivitäten. Und jetzt kommen richtige Schurkenstaaten, wie zum Beispiel Schweden. Schweden war eines der ersten Länder in den 50er Jahren, haben sie ernsthaft erwogen, sich Kernwaffen zu beschaffen. Die entsprechenden technischen Vorbereitungen wurden eingeleitet, aber dann wurde das Projekt aus politischen Gesichtspunkten, aus budgetären Gesichtspunkten aufgegeben. Das war in den 50er Jahren, in der Hochzeit des Kalten Krieges. Schweden wollte außerhalb der Konfrontation bleiben und glaubte, dort wo sie liegen, wie es heißt, am besten oder könnte man möglicherweise Kernwaffen schaffen. Der zweite Schurkenstaat heißt Schweiz. Hat in den 60er Jahren das Gleiche gemacht. Ja? Ernsthaft ein Kernwaffenprogramm voreingeleitet. Sie haben sogar schon Probebohrungen für Testspringer vorgenommen. Ja? Ein Berg angebohrt, ich weiß gar nicht welcher, das muss immer noch da, muss man noch geben. Sie haben es dann aus vor allem finanziellen Gründen aufgegeben und vor allem, weil sie merkten, dass das gegen den Trend in Richtung internationale Nichtverbreitungspolitik ging. Also, das waren jetzt ausgemachte Schurkenstaaten. Jetzt haben wir noch einen Staat, nämlich die Republik Südafrika. Südafrika, noch zur Zeit der Apartheid, hat 9 Kernwaffen hergestellt. Nee, 9. 8 fertig und eine war noch im Bau. Und diese Kernwaffen sollten eine kubanisch-schwarzafrikanische Invasion abschrecken. Ja, damals, wenn Sie sich erinnern, Angola, Mosambik, da waren so marxistische Befreiungsbewegungen an die Macht gekommen und die
hielten sich an der Macht mit Hilfe von kubanischen Truppen, die waren ganz effektiv. Und das war sozusagen die Existenzgarantie. Das ist natürlich nach der Wende, wir hatten ja auch ihre Wende 1990, 1991, ist das aufgegeben worden. Die USA hat diese Waffen übernommen und hat sie dann zerstört. Ganz kurz, ja. Soweit ich weiß, wurden die Atomwaffen, ich sag mal, vor der Machtübergabe an die Schwarze, an den ANC, also vorher wurden sie übergeben. Ja, Sie haben recht, das war vorher schon. Also, aber es war weil schon man auch Angst hatte. Ja, aber es war schon, es war mit Wissen des ANC, mit, also Nelson Mandela hat sich sehr dafür eingesetzt. Auch er hatte Angst, dass dann möglicherweise irgendwelche verrückten Kräfte rangehen. Es war Teil des Verhandeln, es war ja ein Verhandlungsübergang. Ja. Teil dieser Verhandlung war, wir geben das Ding gleich rechtzeitig weiter. Sie haben recht, das hat also, es ist im Zuge der Wende, aber nicht nach der Wende erfolgt. Insofern steht das nach der Wende ist falsch. Ja, im Zuge der Wende müsste es heißen. Ja? Haben Sie recht. So, Brasilien, auch das war ein Land, welches mal ein heimliches militärisches Nuklearwaffenprogramm hatte, welches parallel zu einem zivilen Programm lief, welches hauptsächlich auf Technologie aus der Bundesrepublik Deutschland aufbaute. Ja, damals gab es einen Riesenkrach zwischen dem amerikanischen Präsidenten Carter und einem heute noch bekannten deutschen Bundeskanzler namens Helmut Schmidt, der heute immer noch den Amerikanern vorwirft, dass sie damals unzulässig eingegriffen haben. Wir sind heilfroh heute, dass die Amerikaner uns daran geändert haben, einen vollen Nuklearzyklus, also nicht nur Kernreaktoren, sondern auch Anreicherung und Wiederaufarbeitung an die Brasilianer zu liefern, denn die hatten schon ein paralleles Militärprogramm, wo sie die gesamten Technologien nutzen wollten. Mit Ende der Militärdiktatur ist das eingestellt worden, ähnlich sieht es mit Argentinien aus. Auch da gab es während der Zeit der Militärdiktatur ein heimliches Kernwaffenprogramm. Auch hier waren Kanada und Deutschland sehr erfolgreiche Technologielieferanten und auch das Programm wurde nach dem Ende der Militärdiktatur eingestellt. Allerdings haben beide Staaten heute die Fähigkeit der Urananreicherung. Man macht es im kleinen Maßstab unter starke internationale Aufsicht, aber das gibt es noch. Ja, denn auch noch drei Länder, Ukraine, Belarus und Kasachstan. Denn in diesen Staaten gab es zur Zeit der Sowjetunion wichtige, sag mal, Zentren des nuklearen Komplexes. Und es gab auch Kernwaffen, die dort gelagert wurden oder die dort in Silos waren, die dort stationiert waren. Es war eine gemeinsame russisch-amerikanische Anstrengung 1992, 1993, diese Länder dazu zu bewegen, diese Kernwaffen auch abzugeben. Denn als sie 1992, im Januar 92 unabhängig waren, dann sind Kernwaffen. Alleine, ich glaube, die Ukraine hatte 1600 Kernwaffen. Haben sie alle abgegeben. Und auch das muss man in dieser Reihe erwähnen. So, jetzt fünfte Kategorie: Nicht-Kernwaffenstaaten, die Fähigkeiten haben, binnen Monaten Kernwaffenfähigkeit zu erlangen. Im Prinzip haben alle Länder, die nukleare Fähigkeiten haben, also sagen wir mal nennenswerte zivile Fähigkeiten haben, im Prinzip die Möglichkeit, das Grundlagenwissen und die Technologien zu nutzen, um daraus ein Kernwaffenprogramm erwachsen zu lassen. Unterschied ist immer der, wie lange das dauert und wie groß der finanzielle Aufwand ist. Wobei hier nochmal wieder zu betonen ist, es gibt einige Technologien, die ganz besonders proliferationsanfällig sind. Das sind mit Natururan betriebene Schwerwasserreaktoren, das ist die Urananreicherung und die Plutoniumaufbereitung. Das sind die großen Technologien oder auch noch, es gibt auch noch Länder, die haben Reaktoren, Forschungsreaktoren, die mit hoch angereicherten Uran arbeiten. Auch das ist ein gefährlicher Bereich. Das heißt also, gefährlich sind die Länder, die über große Urananreicherungskapazitäten verfügen, die über Anlagen zur Plutoniumseparation verfügen, große Bestände an wiederaufbereiteten Plutonium besitzen, die Reaktoren betreiben mit hoch angereichertem Uran oder in den Bereich der Raketentechnologie auch sehr führend sind. Aber man muss sagen, es gibt solche und solche. Denn die Internationale Atomenergiebehörde in Wien hat die meisten dieser Länder unter Beobachtung und in der Regel akzeptieren sie das auch. Ja, zum Beispiel Japan. Japan hat die weltweit größten Bestände an aufbereitetem Plutonium. Es hat eigene Urananreicherung, eigene Plutoniumaufarbeitung, aber sie sind bereit,
große, weitgehende Inspektionen zu akzeptieren und Materialkontrollen, waren sie auch keine Kernwaffenpläne, muss man auch sagen. Aber wenn man mal eine Liste aufführt, welche Staaten könnten relativ schnell, dann ist Japan das Land, welches am schnellsten zu einer richtig großen Kernwaffenmacht werden könnte, vielleicht in einem Jahr oder so. Kanada, Belgien, auch Deutschland, aber Deutschland glaube ich kaum noch. Wenn ich mir anschaue, unsere Nuklearexperten werden immer älter. Es gibt da keinen Nachwuchs. Und ja, der letzte, den ich kenne, der von sich behauptet, er könnte noch eine bauen, der ist jetzt glaube ich schon über 80, Herr Stoll war das, ne? Ich kenne die auch. also bei uns, wir steigen jetzt sozusagen immer mehr ab in dieser Reihe, aber Brasilien, Argentinien, Südkorea, Taiwan gehören natürlich auch dazu, aber das sind alles Länder, die unter sehr intensiven Kontrollen der IAEO stehen. Nochmal zum Schluss eine Statistik. Wir haben 5 erklärte und völkerrechtlich akzeptierte Kernwaffenstaaten. Wir haben 4 Kernwaffenstaaten mit teilweise kleinen, teilweise schon beträchtlichen Arsenalen. 8 Staaten, die früher namhafte Kernwaffenaktivitäten hatten. 3 Staaten, die heimlich den NVV umgangen haben. Knapp ein halbes Dutzend Staaten, die innerhalb eines Jahres auf ein Kernwaffenprogramm umstellen könnten, wenn sie es wollen. Aber ich glaube, ich sehe bei keinem von ihnen wirklich ein Motiv. Etwa 15 bis 20 weitere Staaten mit nennenswerten zivilen Kernenergieprogrammen. Und, das ist die letzte Gruppe, etwa 150 Staaten ohne nennenswerte kerntechnische Aktivitäten. Die sind, werden immer leicht vergessen, aber die sind ganz wichtig in der ganzen Nichtverbreitungsdiplomatie, weil das sind die Mehrheit der Staaten der Welt. Ja, es gibt 190 Staaten, das ist die Mehrheit. Und das sollte man nicht unterschätzen. Das ist immer ganz wichtig, eine ganz wichtige Masse von Staaten, die ein großes Interesse daran haben, dass es keine weiteren Kernwaffenstaaten gibt. Deswegen haben sie auch so eine große Akzeptanz heute der nuklearen Nichtverbreitungsdiplomatie, die es früher, als sie eingeführt waren, nämlich 1966, 67, in dieser Art und Weise noch gar nicht überschaubar war. Ja, das waren jetzt sozusagen, glaube ich, ja, das, damit bin ich am Ende dieses Vortrags. So, vielleicht eine Frage noch auf Syrien als Fall, weil in Syrien ist ja auch noch ein Reaktor gebaut worden, der wohl. Ja, haben Sie recht, den habe ich jetzt vergessen. Das haben Sie nicht erwähnt, einfach nur. Ja, weil da gerade die Instabilität ist, das ist mit dem Material, was dort. Nicht, dass es in Irak rübergekommen ist, was Syrien selber gehabt hat. Ja, vielleicht ist das aktuell interessant. Syrien hat eine nukleartechnische Anlage gebaut, die es nicht hätte bauen sollen, die ist von den Israelis zerstört worden. Und keiner redet darüber. Weder Syrien noch Israel und nur so ein paar Eingeweihte wissen davon. Sie haben recht, das ist auch ein Land, was man im Grunde genommen in die Kategorie hätte packen müssen, ehemals an nuklearen Aktivitäten interessiert. Heute haben sie andere Sorgen mit alles. Aber über das Material, was dort selber gewesen ist und was sich jetzt in diesem instabilen Land im Augenblick ist nichts bekannt gewesen. Nee. Ja, okay. Es war nur mal, dass da keine Gefahr absehbar im Raum hängt, dass da was lange Beine kriegt. Ja, bei den Schengen schon was.